Ja, wir sind wieder da. Herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Wir haben letzte Folge unser Streit rausbekommen. Das können wir, wenn wir es denn mal bekommen, gerade mal auspacken. So sieht das Gefährt aus. Ist halt ein untotes Pferd mit ein bisschen geschmücktem Zeug. Da läuft der Reiter durch uns durch. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Ist halt ein, man kriegt halt direkt einen Standard-Mount und es ist schon okay. Es ist ganz annehmbar. So, von denen hier brauchen wir tatsächlich keinen, weil wir unser dickes Gerät anhaben. Hier, 18% besser. Da steht zwar, es würde halt mehr Ausdauer mit Crit geben, aber halt Tempo weniger. Und Tempo ist halt, ich glaube, einer unserer Nummer 1 Werte sozusagen. Höchste Priorität und so. Gothic der Ernter. Wir haben eine Nachricht von Danzel Adams. Nur dumm, dass es hier unten keinen Briefkasten gibt, den wir benutzen können. Es gibt nur 5 Ghule. Entschuldigung. Wir sollen 5 Ghule erschaffen. Das sollte kein Problem sein an sich. Wir müssen einfach nur hier die komischen Minenarbeiter platt machen und mit diesem komischen Giftgaszeug da besprühen. Dann hat sich das schon erledigt. Und den hauen wir so weg. Probieren mal hier. Funktioniert das? Eisige Clown. Ach ja, stimmt. Was wir noch machen, das machen wir gerade mal. Hier, wir haben ja extra schon mal die Dinger bereit. So, wir haben hier Range Check, Power Check, Timer, Dingsbums und so. Das schimpft sich auslöschen. Auslöschen. Batz. Die Geschichte hier schimpft sich. Moment, erst standardmäßig alles einstellen. So, Show Timer, Timer Text, Froststoß. So. Dann haben wir hier unsere heulende Böe. Die natürlich auch komplett tracken. Mit allem drum und dran. Heulende Böe. Dann nehmen wir mal das Ding hier rüber, into New Group. Machen das ein bisschen größer, setzen das hier hoch. Und so. Dann Enabled Buff. Und die Cast by Me, Timer, Timer Text, Player. Es nennt sich Eisige Klauen. Das ist nämlich unser Buff, den wir durch unseren Froststoß bekommen. Und den würde ich ganz gerne so ein bisschen im Auge behalten. So. Den haben wir schon mal verwandelt. So, den haben... Oh! Ja, dann können wir das hier gerade mal austesten. Wenn ich hier den Froststoß einsetze, wird hier oben schön der Buff angezeigt. Dadurch habe ich das... Oh, jetzt werden die alle getötet. Das war letzte Folge hier unser... Ich war mir nicht so ganz sicher, ob das die beste Wahl ist. Mit dem, was wir an Talenten nehmen können. So, den können wir verwandeln. Wunderbar. Können wir den verwandeln noch, bevor er getötet wird? Komm schon. Nein. Schade. So, zerschmetternde Stöße glaube ich nicht, weil diese Rune des schneidenden Eises, hier, Gegner Frostangriffe, also erstmal verursacht 13% zusätzlichen Waffenschaden. Und die Verwundbarkeit gegen Frostangriffe wird um 3% erhöht, bis zu 15 mal stapelbar. Das heißt, ihr bekommt quasi permanent bis zu 15% mehr Frostschaden. Das heißt, das zu opfern wäre nicht so schlau. Dann bliebe nur noch das oder das übrig. Das hier? Im Moment eventuell noch ganz gut. Obwohl ich eher zu diesem hier tendiere. Ich glaube, wir werden das hier erstmal auswählen, sobald wir wieder oben sind. Und das klingt doch schon eher so nach was, was ich nehmen würde. Ja, können ja auch mal Ghule rauskommen vielleicht? Weil so selten, wie wir das einsetzen, steckt das niemals hoch, weil wir
Erstens mal leben die Mobs gar nicht so lange. Und zweitens können wir gar nicht so schnell so viel Runenmacht aufbauen, dass wir quasi drei Stacks aufrechterhalten können die ganze Zeit. Das kommt erst später. So, den holen wir uns. Boah, dürfen wir jetzt auch mal jemanden hier mitnehmen oder so? Wir haben drei Stück schon dabei. Alter. Das gibt es doch nicht. Oh, guck mal hier. Haben wir das schon frei? Sag mal. Tatsächlich. Tötungsmaschine ist frei. Ja, ist doch nice. Also Tötungsmaschine bedeutet quasi, unsere automatischen Angriffe haben eine Chance, die Tötungsmaschine auszulösen, die unser nächstes Auslöschen zu einem hundertprozentigen kritischen Treffer macht. Und das kann schon mega Schaden verursachen. Gerade mit hohem Tempo proc das relativ oft. Also schon ziemlich häufig eigentlich. Komm, den da will ich. Hä? Zauber nicht erlernt? Was soll das denn bedeuten? Wie, wo ist denn der jetzt hin verschwunden gerade? Was war das denn? Kriegen wir jetzt hier mal einen Ghoul? Och, Leute. So, jetzt haben wir gerade mal drei. Also, nee, wir nehmen das andere. Das kann doch nicht sein. Was ist denn los? Ich möchte nur noch einen einzigen Ghoul haben. Die wollen uns keinen Ghoul geben, glaube ich. So, jetzt zum Beispiel ist es geprockt. Wenn wir jetzt warten, ganz kurz. Wir stehen jetzt mal hier rum und warten, bis hier die Runen aufgeladen sind. Dann setzen wir es ein. Und es ist halt instant tot. Und bei 2000 Restlife ist das schon ein ziemlich starker Angriff. Wenn wir mal hier gucken, auslöschen ist. Oh. Batz. Wir machen mal hier. Gucken mal hier rein. Auslöschen trifft mit einem Mittelwert, also mit, das kritische Treffen mit 2300. Und sobald dieses Dingsbums ausgelöst wird, auslöschen. Auslöschung heißt es, glaube ich. Nee, Tötungsmaschine heißt es. Macht das auf jeden Fall einen kritischen Treffer. Oh, endlich. Endlich ein Ghoul. Oh, Mama, Alter. Das ist mies. Das ist echt böse. Wir machen zwar noch nicht so viel Schaden wie mit dem anderen, aber es wird, es wird. Das liegt aber auch daran, dass die Mobs einfach viel zu schnell sterben. Ich habe das Gefühl, wir machen mit dem hier mehr Schaden, aber dadurch, dass wir quasi, dass die Mobs schneller sterben, können wir nicht so viel Damage aufbauen so schnell. Der Paladin, der, greift halt sehr schnell an. Beziehungsweise der hat viele Angriffe, mit der, die er schnell hintereinander raushauen kann, die gerade was die Cooldowns angeht. Was sollen wir die überhaupt mit hochbringen? Da hoch? Warum ist dann das Ding hier unten? Interessant. Sehr interessant. Mama? Müssen wir die hier hinbringen? Vielleicht. Stimmt, zu dem Typen. Ja, da war was. Da war etwas, ich erinnere mich. Zack, bumm. Was gibt's denn hier? Kritischer Trefferwert. Ja, komm, nimm mit. Wir haben hier eh kein zweites Trinket, daher ist es ja eh egal. Boah, wir sehen so komisch aus mit diesen ganzen Rüstungen. Aber die werden uns noch ein bisschen begleiten, glaube ich. Wir sollen 100 scharlachrote Verteidiger vernichten. Alles klar. Wie genau stellen wir das denn an? Was steht denn hier? Menü von allen und Lore finden, wenn ne, abgeschaltet, klettert hinein. Aha, okay, ich verstehe. Wir sollen in so eine Lore klettern und dann zu irgendeiner Kanone fahren.
Ich glaube, unten am Wasser stehen Schiffe. Da müssen wir so ein... Hallo? Wo ist denn hier die... Da oben. Und sobald wir fertig sind, bringt uns ein Greif wieder zurück. So, wir verstecken... Ja. Kommt das denn her? Hm, ich schätze mal aus der Mine. Vor allem, was ist das? Das ist eine Art Eisen. Nee, Eisen ist es nicht. Obwohl, wenn man der WoW-Logik folgt, dann könnte es auch Eisen sein, der Farbe, aber... ich würde eher sagen, das ist sowas wie Silber. Weil die Scharlachroten... Also der Scharlachrote Kreuzzug... hat sich ja... beziehungsweise der... Der Scharlachrote Kreuzzug, das sind ja sowas wie... Ich überlege gerade, wie ich das erklären soll. Ja, sowas wie Kreuzritter im Prinzip. Und die haben es ja so mit Silber. Oh, Silber gegen das Böse, gegen Untote und so ein Geschiss. Und ich schätze mal, es ist eine Silbermine. Aber ich kann mich auch irren. Das ist meine Vermutung. Oh, Alter. Lass uns raus. Ciao. Können wir den töten noch, damit er nichts verrät? Huch, weg ist er. Jetzt wird gebombt. Elektromagnetischer Puls. Oh, und Feuer! Bats, 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 bats. Ihr habt keine Chance. Oder wie die es auch gar nicht mitbekommen. Oh, sie kommen langsam. Schießt mit euren winzigen Kanonen. Mit euren primitiven Waffen. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Voll nichts gebracht einfach. Ich glaube, der macht das nur in einem sehr kurzen Radius. Und tschüss. Mehr und ab. Ach, geht das vielleicht noch ein bisschen schneller? Ich meine... Wir haben Zeit. Nee, aber das ist echt arschlangsam. Hallo? Okay, ein Greif, der wirklich keine Knochen mehr hat. Was soll der machen? Der hat ja keinen Auftrieb mehr, der muss ja durch schwarze Magie und Runen kann der ja nur fliegen. Warum ist hier eigentlich nicht unser Debuff zu sehen, unser Buff zu sehen? Ich mach den mal ein bisschen kleiner. Obwohl, der kommt ja eh weg. Naja, vergiss es so. Disabled. Zack. Bumm. Weg. Warum auch immer die Dinger hier leuchten? Die und die? Ich weiß es nicht. Komm schon. Beweg dich. Beweg dein Arsch, du. Mal gerade was gucken. Achtung, es leckt jetzt ganz kurz. Das ist die 6. Folge, oder? Sorry, das Lecken war ganz kurz beabsichtigt. Ich habe ganz kurz rausgetappt. Ja, geil. Gib mir das. Wo ist das? 19%. Bats, hau weg den Stuss. Dürfen wieder zurück? Da können wir auch endlich unsere Post einsammeln, die uns irgendein Spaßvogel geschickt hat. Wahrscheinlich einer von da oben, der zu faul war irgendwie... hallo? Achso. Ich dachte, es wäre ein Teleporter. Gut. Kann man nicht unser Talent ändern? Batz geändert. Ist doch eher... Passive Talente sind doch eher was sonst. Gerade diese, die nicht zwingend von... einem mittellangen Kampf abhängen. Ist nun bedeutungslos. Das können wir nicht gebrauchen. Echt jetzt? Wie er befiehlt. Gibt's hier vielleicht einen Briefkasten? Das und das. Aber Briefkasten gibt's ja wohl. Was mache ich denn da?
Briefkasten gibt's hier wohl keine. Schade. Huch. Komm schon. Geißelgreif. Können immer noch keine Dungeons machen. Ja, das ist wie quasi das Todesritter-Intro, wo wir gerade sind. Das müssen wir nämlich fertig machen, bevor wir irgendwas anderes machen können. Solange werden wir in diesem Gebiet festsitzen, mehr oder weniger. Können wir auch so lange keine Post sammeln? Nein! Kommt auf den Punkt. Ach, beschwer dich nicht. Lass mich in Ruhe. Der hat doch gesagt, wir sollen zu dem hin. Und jetzt meckert er, dass wir ihn in Ruhe lassen sollen. Hallo? Was geht denn bei dir, mein Freund? Kalesch. Aha. Die schwarze Hand scheint sich ausgebreitet zu haben. Das ist das Banner der schwarzen Hand. Mit Frostmourne drauf. Es müsste Frostmourne sein, oder? Ich weiß... Doch, eigentlich schon. Hier die Schädel. Aber hier fehlen die Zacken an der Seite und die Runen auf der Klinge. Und hier diese... Normal kommen hier hinter diesen kleinen Schädeln, die nach links und rechts gucken, auch so Griffe links und rechts raus. Es könnten aber die Dinger hier sein. Symbolisch irgendwie. Es sieht ganz stark nach Frostmourne aus, obwohl es nicht zu 100% übereinstimmt. Oh, hier gibt's einen Briefkasten. Namen des Lichts. An Hochgeneralin Abendis, Neu-Avalon, Schalachotelande? Was? Oh, hier, lesen, wer mag. Pause drücken, oder hier, und der Schließer. Dr. D. Adams. Die Adams Family. So. Boah, hier, die haben die Hunde verzaubert. Und schöne Seuchenhunde. Ja. Ja. Alter, warum so motiviert? Verstehe ich gar nicht. Kommt da der Erinnerung? Irgendwen sollen wir hier treffen. Der gute Kelleset. Gib mir irgendwas zum Tun, mein Freund. Der hat auch noch was? Ja, oh, komm mal hier, 53% Verbesserung. Das nehmen wir doch an. Das machen wir. Was gibt's denn als nächstes? Zeig mal her. Antimagische Hülle? Ja, ist sehr brauchbar. Eisige Gegenwehr, ein Def-CD, Runwaffe verstärken. Für längere Fights auf jeden Fall hilfreich. Säule des Frosts. Kann sie auf Cooldown benutzen. Und unbarmherziger Winter für Gruppenkämpfe ganz gut. Und talentmäßig. Das verursacht 20% mehr Schaden. Bei Aufzehren des Effekts Tötungsmaschine besteht eine Chance von 50%, dass ihr eine Rune erhaltet. Ich glaube, das werde ich auswählen. Ja, doch, doch, ich glaube. Das. Alter, Alter! Ich will machen. Okay, weiter geht's. Was ist das hier? Sieht aus wie so ein... Erinnert mich so ein bisschen an so ein... wer von euch schon mal angeln war, wird das kennen. Mehlmaden oder Mehlwürmer. Beziehungsweise... auch bei Bienenmaden. Bienenmaden sind ja relativ groß. Und wenn man da so eine Dose, also die kann man im Angelgeschäft dann so Dosen kaufen, weil die als Köder benutzt werden. Und die sind in so eine Art Sägemehl drin. Und das sieht ungefähr so aus, wenn da die Dose aufmachst und dann ist da erst so der Boden von dem Sägemehl, aber das bewegt sich so alles und da sind so ganz viele Maden drin. Dann kannst du so deinen Finger da drauf drücken und dann siehst du so, wie die von alleine deinen Finger eingraben und sich so drumherum schlängeln. Oh, das ist so cool. Ich glaube, da ich früher sehr viel angeln war, ekle ich mich nicht ganz so stark vor... Alter, das sieht doch mal nicht so aus. Vor Maden tatsächlich. Maden sind lustig. Ich mag Maden.
auf eine gewisse Art und Weise, ja. Du, hierher. Bats. Haben ihn umgebasht. Schade, rote Kommandantin. Die haben keine Chance. Also der Schaden hat sich auf jeden Fall bei längeren Kämpfen erhöht er sich. Definitiv. Ich würde tatsächlich sagen, auch höher als beim Paladin. So overall gesehen. Manchmal haben wir ein paar Downtimes. Zumindest momentan noch. Was gerade so Runenmacht angeht und Runenaktive, aber wenn wir angreifen können, dann klatscht schon ordentlich. Gerade wenn wir Runenmacht angesammelt haben, können wir das schön rausspammen. Oh, es ist so gut. So. Die Bürger. Können wir nicht einfach hier voll reinspammen? Ich würde noch mal gerne wissen. Achso, das ist ein Skill, gell? Frostsichel. Verdammt. Stufe 90. Kacke. Ah, das dauert noch ein bisschen. Du! Nee, stopp, 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 stopp. Keiner flieht vor uns. Ey. Alter, was schreien die denn so? Will vielleicht noch jemand zurückkommen? Viele Tote jetzt hier liegen. Ich habe anfangs gesagt, und ich werde mein Versprechen auch weiterhin im Tod halten. Uns entkommt niemand. Das ist meine Passion. Dafür sind wir gestorben und wiedergeholt worden. Komm mal heilen hier. Batz. Guck dir das. Oh, komm schon. Klatsch. Wir brauchen viele Schädel und wir müssen viele Bürger töten. Oh, wir sind ein Todesritter. Jetzt können wir unsere Mordlust endlich ausleben. Huch, den wollte ich eigentlich angreifen. Ey, hier wird nicht geheilt einfach. Sowas gibt's hier nicht. Können wir den finishen direkt? Nee, leider nicht. Aber hey. Fast. Neue Bürger. Als Opfer. Juhu. Ich komme. Alter. Die schreien. Klatsch. Hier sind wir. Batz, komm, den auch noch. Jo. Ihr könnt euch nicht verstecken. Alter! Wir töten die jetzt einfach aus Prinzip. Da. Wie hieß die Quest gerade? Wie Lämmer zur Schlachtbank. Aber hallo, so haben sie auch geschrien. Hätte da noch lauter schreien können, hätte ihnen auch nichts geholfen. Da müssen wir rein. Bürgermeister Quimby und Registratur. Wahrscheinlich heißt es Registrateur oder so. Soll es heißen zumindest. Ah, ah, ah. Holen wir hier gerade so einen Typen ran. Greifen uns doch jetzt aber nicht alle an, oder? Oh, guck mal da, wir haben einen Proc, aber können ihn nicht benutzen. Zack, und weg sind sie. Ja, komm, den nehmen wir mit. Ganz logisch, oder? Nein, ach fuck, jetzt habe ich die... Oh Gott, na egal, wir kriegen den trotzdem noch. Solange wir den Proc durchbekommen, ist alles gut. Wir schlachten unseren Weg hier durch. Arzt.
Was war das? Hä? Huch, huch. Ah. Ah, guck mal da. Das Schwarzwels. Und guck mal hier. Verwüstete Lande, das Portal in die Scherbenwelt. Das Ding kenne ich auch. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie es heißt. Scheiße. Sind wir überhaupt richtig? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Ah doch, da sind sie doch beide. Ja, nice. Oh, früher war es auch so, dass wenn man diesen Auslöschen-Skill bekommen hat, dass der für Froststoß und Auslöschung gilt. Also den Tötungsmaschine heißt es ja. Hier. Und da war es immer so. Ich setze mich mal gerade richtig hin, Moment. Da war es halt oft so, dass man gerade in dem Moment, wo man quasi den Proc bekommen hatte, schon den Befehl von seinem Hirn erteilt hat, Froststoß zu klicken. Und das war halt nicht gut, weil der hat keinen Schaden gemacht. Das war immer, also Tötungsmaschine immer auf Auslöschen. Und durch den Swing-Timer, quasi die Zeit zwischen den automatischen Angriffen, hat er zugeschlagen und in dem Moment hat man gedrückt, aber vorher ist noch ganz kurz der Buff bekommen und dann war der natürlich verschwendet. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die den nur noch auf Auslöschen gestellt haben. Only, quasi. Aber damit eben diese Sachen nicht mehr passieren. Weil ich hatte das selbst, das war super nervig. Sehr oft. Bam, haben sie weg. Klauen wir ihr Buch. Ah, Registratur. Das heißt doch Registratur. Also quasi das Einwohnerverzeichnis, schätze ich mal. Geh weg, alle weg. Ihr bekommt uns niemals. Wir sind die schwarze Hand. Sollen wir da rein? Geh mal rein. Das ist ein Gasthaus. Ach, die guten alten Gasthäuser. Goldhain. Oje, oje. Ich habe ja nicht viel Allianz gespielt. Ich habe es mal nur ausgetestet, wie gesagt. Aber ich erinnere mich noch, dass Guck mal, ein anderer Todesritter. Können wir dem noch winken? Ja. Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen anderen Todesritter gesehen. Kann ich mal hier, allgemeine Makros. Dann nehme ich mal Winken hier unten mit rein. Ich vergesse das immer. Sorry. Wenn ich das vergesse, ist keine Absicht. Stimme hat gerade versagt. Ich kann nicht so schreien. Ich glaube, meine Stimme ist generell ein bisschen dunkler. Ich kann es nicht so feststellen als Mitbeteiligter quasi. Aber so hoch schreien kann ich tatsächlich nicht. Ach, wir sind wieder in den legendären Kampf verwickelt. Ja. Der legendäre WoW-Bug. Den gibt's schon seit Warcraft 1. Mindestens. Seit Blizzard gegründet wurde. Die standen da in ihrem Büro und haben sich gedacht, boah, weißt du, was geil wäre? Ein Bug, der niemals verschwindet. Egal, wie oft die Leute es schreiben. Jetzt haben wir den Salat. Ihr Monster. Also, falls ihr euch wundert, gell, ich habe ja keinen neuen Charakter oder so angefangen. Das ist ja immer noch derselbe, wie man sieht. Blutelf. Ich habe hier tatsächlich auch noch... Moment, das kann ich gerade mal... Hier. Selbe Frisur und alles. Selbes Gesicht, glaube ich. Ich finde es geil, wie er hier quasi die Zügel hält, die gar nicht vorhanden sind. Hat er jetzt schon... Ah, so.
Verbesserung, Verbesserung. Den wollen wir anziehen. Gibt einen dicken EP-Bonus. Was denkst du denn? So, Folge ist vorbei. Ja, wir gehen jetzt hier runter. Und währenddessen verabschieden wir uns. Dann würde ich sagen, viel Glück, viel Spaß bis dahin. Und wie üblich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.